Die SG Flensburg-Handewitt trifft am ersten Spieltag der Daikin-Handball-Bundesliga auf den 16. der vergangenen Saison, den HC Erlangen. Der HCE will in dieser Spielzeit absolut nichts mit dem Abstieg zu tun haben und im besten Fall mit einer kompakten Abwehr und vorne mit Tempospiel begeistern. Diese Hoffnungen erstickt Flensburg aber von Beginn an konsequent. Neuzugang Kirkelöke mit dem ersten Treffer der Partie. Zu selten bekommt Erlangen das geforderte Tempo auf die Platte. Dennoch zeigt Neuzugang Sander Överjordet ein insgesamt ordentliches Spiel. Der Flensburger Zug kennt keine Bremsen. 15 Treffer nach knapp 21 gespielten Minuten sprechen eine deutliche Sprache. Und da der Abstand so früh so groß ist, nehmen die Flensburger die wenigen gelungenen Erlangener Aktionen mit einem Schulterzucken zur Kenntnis und setzen im Angriff zur Flugshow an. Der ausverkauften Campushalle gefällt's prächtig und Emil Jakobsen zaubert weiter nach Lust und Laune. Er kommt am Ende auf 11 Treffer. Erlangen betreibt früh Ergebniskosmetik und bei der SG trägt sich dann auch Lasse Möller in die Torschützenliste ein. Zur Pause steht es dann 22:12. In der zweiten Hälfte knüpft die SG nahtlos an ihre Leistungen aus dem ersten Durchgang an. Emil Jakobsen trifft weiter, wie er will. Und der HCE schaut nur hinterher. Hinzu kommt auch der gute Auftritt von Lasse Möller. Der Däne trifft nach Belieben. Erlangen agiert in der Abwehr teilweise desolat und bewundert den Auftritt der SG. Flensburg belässt es größtenteils bei dem 10-Tore-Vorsprung. Lasse Möllers nächster Treffer. Insgesamt sind es an diesem Abend 8 Tore des Dänen. Erlangen findet zu keinem Zeitpunkt in die Partie. Die Flensburger an diesem Abend mindestens eine Nummer zu groß für die Gäste. Vorne kommt Erlangen viel zu selten zu eigenen Torerfolgen. Diese sind richtig hart erarbeitet und auch nur möglich, weil Flensburg einen Gang rausnimmt. Und so schießt Flensburg Erlangen mit 42:28 aus der Halle und feiert einen Start nach Mars. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.